Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Wie Alpaka 4 ist am Verhungern. Da liegt doch Trockenfutter. Dann musst du essen, Alpaka 4. Oh, dem ist kalt. Hat auch nichts an. Das ist gar nicht gut. Geh mal hier rein. Das heißt, wir müssen unbedingt hier was herstellen. Keine Hosen, wir brauchen Parker. Und dann Mützen. Kannst du überhaupt nichts anziehen? Wir haben hier zwar ein paar Parker, aber... Sonst zieh den hier an. Und jetzt müsste es erstmal gehen. So, eine Besuchergruppe. Auch wie schön. Haben wir immer noch hungernde Tiere? Nein. Gut so. Essen haben wir ja eigentlich. So, Friedensgespräche haben wir keine Zeit für. Eigentlich müssten wir hier mal die Kartoffeln dran machen. So, jetzt haben wir hier Kartoffeln. Und den machen wir mal zu Stoff. Eigentlich haben wir genug Baumwolle. Machen wir nochmal einen Teufelsgarn, oder? Machen wir hier nochmal einen Teufelsgarn. Ich meine, wir haben jetzt hier genug Stoff rumliegen. Aber was denn jetzt schon wieder? Wir haben Menschen geschlachtet. Na und? Ist doch nichts dabei. Ich meine, das haben die alles verdient. Okay, hier scheint voll zu sein. Gut, bis das hier wirklich in Betrieb geht, dauert das noch was. Weil ich werde das nicht priorisieren. Die müssen selber jetzt hier alles glätten. Und dazu muss erstmal alles gebaut werden. Na gut, das hier braucht auch noch Ressourcen. Nicht mehr ganz so viel, aber es braucht noch Ressourcen. Haben wir hier auch einen Weg... eine Tür bauen sollen? Dass sie von außen hier reinlaufen können? Vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Wie, wo waren das mit den Brücken hier? Wir bauen hier mal eine Brücke hin. Bauen dann hier so einen Eingangstür mit Graniten. Wobei Brücke braucht Holz, ne? Holz haben wir ja ein bisschen. So ist es nicht. Habe ich gesagt, bevor ich noch... Ja, das sind noch Kleinigkeiten, ja. Wir müssen erstmal gucken, wo wir Schiefer herbekommen. Wir haben sogar einen Marmorbrocken da liegen. Aber der muss den auch auf den Boden legen. Ja, wenn wir schon dabei sind.
Haben wir alles. Haben wir alles. Haben wir hier einen Marmorbrocken. Der wird auch direkt weggearbeitet. Ein Dr. Natriumchlorid. Was ist das? Achso, das Kalk. Vorratskapseln, was haben wir denn hier? Ein bisschen Plastahl, warum auch nicht? So, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir anfangen, unsere Mine zu bauen. Ich wollte ja hier noch was reinbauen. Hier wird es so ein bisschen schwierig mit dem Überdachen. Vielleicht machen wir hier den Weg rein. Na, also wenn das dann jetzt hier so wäre. Also hier kommt noch eine Tür hin und dann geht's hier rein. Aber eigentlich kann es da doch auch kalt sein, ne? Machen wir das so? Dann haben wir einen Zweierweg. Kacke. So, abbrechen. Na, das sollen hier die Katakomben rein, wo dann nachher die Toten reinkommen. Gehen wir ein bisschen noch hier hin. Bierwürze ist verdorben, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt haben wir natürlich hier noch ein Riesenfeld. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal. Vielleicht bauen wir hier oben noch was anderes mal hin. Oh krass, die sind hier sogar. Wer schläft, schlafen ist nicht akzeptiert. So, was haben wir denn? Das ist nur kaufen, ne? Ja, scheiße, wir können nichts verkaufen. Wir haben nur die beiden. Ein paar Granaten könnten wir verkaufen, aber die hebe ich mir lieber auf. Oh, die haben eine gute Sniper. 800. Gar nicht mal so teuer. Aber nein. So, also Kalk haben wir schon mal. Da sparen wir trotzdem einfach in der Doppeltür rein, oder? Ich brauche ja auch genug Geld, ne, damit die noch wieder einen Arm bekommt und sowas. Ne? Ja, kacke, ne?
Das sind aber viele. Dr. Salzsäure, du musst dir aufhalten. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die das schaffen. Hier ist was weg. Das müsste aber gehen. Müsste aber funktionieren. Rechte Hand abgerissen und schwuppdiwupp. Wir brauchen unbedingt Berserker. Wir brauchen Berserker. Und das alles hier bei Natriumchlorid zu Hause. Ich glaube, es hackt. Dr. Salzsäure kann noch nicht gehen. Wem war die hier? Dr. Magnesium. Müssen warten, bis Dr. Salzsäure gehen kann, damit er hier sein Messerchen wiederbekommt. Wir könnten den eigentlich zum Berserker ausbauen. Wir haben aber noch nicht die entsprechende Rüstung. Und wir haben noch keine bionischen Teile dafür. Alpaka 2 ist am Verhungern. Nicht gut. Oh, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Da prügeln die sich kaputt. Wieso kocht eigentlich keiner? Wer ist denn hier? Wer sind denn unsere Köche? Warum kochen die nicht? Schwanger und am Verhungern hier. Koch müsste doch vor Bergbau sein. Weißt du was? Dr. Jod wird jetzt auch kochen. Der hat da zwei Flammen drauf. Dr. Magnesium auch. Was ist denn hier mit dem Trockenfutter los? Hier wird auch schon geschlachtet. So, hier steht die Brücke. Der muss noch weggerissen werden. Hier, mach das mal. Ich befehle gleich einen, der kochen muss. Kann ja so nicht weitergehen hier. Okay. So nicht.
Also jetzt reicht es. Du baust das Ding jetzt fertig. Ist doch klar. Ist dort klar? Du brauchst keine rechte Hand, um so eine Tür zu bauen. Na hopp, zackisch. Na geht doch. So, Boden, Kalk. Ah ja, hier ist die Brücke. So, Strom. Und dieses Stromkabel muss getrennt werden. Kann wieder laufen. Das ist doch jetzt hier lächerlich. Ab nach oben mit dir. Wieso produziert ja keiner Trockenfutter? Stimmt doch was nicht. Ach so, ich weiß warum. Ich weiß warum. Der hier ist für Menschenfleisch nur. Also der ist für Menschenfleisch und der ist halt für alles an Fleisch. So war das. Aber wir haben im Moment nicht genug Tote. Jetzt habe ich es gecheckt. Habe ich ganz vergessen. Mann, sieht das komisch aus. Die Teufelsgarnmelone. Nur noch eine Arbeit. So, Schnee räumen. Aber es gibt giftiger Regen. Gut. Ui. Jetzt haben wir hier noch auf Stahl gestoßen. Und auf Bauteile. Oben natürlich komplett weg. Ohne Rücksicht. Wobei, nee, wir bauen hier keine Türen rein. Wir machen natürlich nur wieder die Wände frei, die wir da vorher rausgeruppt haben. Was heißt vorher, also hier jetzt. Gut, das reicht erstmal. Wir wollen ja nicht alles hier verschwenden. So, der ist jetzt erstmal ausgeschaltet, bis da wieder nichts ist oder bis es, wenn wir kein Menschenfleisch bekommen. Dr. Magnesium. So, jetzt kann es hier aber mal vorangehen. Müssen wir langsam mal die Forschung vorantreiben, aber es kommt... Wir haben keinen main-beruflichen Forscher. Es sind alle Forscher. Aber keiner forscht. Okay. Und zählen wir den wieder. Ganz einfach. Das ist der, der sich nicht bewegen kann. Der produziert auch Wolle. Wir brauchen die Wolle.
Haben wir keinen, der sich um die Tiere kümmert? Doch, wir haben ein paar, die sich um Tiere kümmern. Erhöhen wir das mal. Ziemlich viel. Oh, Herrenwanderer und Grizzlybären. Ich glaube, Dr. Was, Schwefelsäure hat auch keine Waffe, ne? Na komm, lass die da mal durchlaufen, oder? Kommt auch noch eine Herdenwanderung Polarfüchse. Die kommt von oben. Oh shit, die kommt jetzt hier durch. Die sind zu schnell! Verdammt! Lauft! Jugulias! Ist wieder der langsamste, wie immer eigentlich. Guter Schuss. Oh, hier sind doch noch ein paar. Der lebt ja noch. Der hat mich verarscht. Der hat mich ganz klar verarscht. Ja, die Bären, die haben es geschafft abzuhauen. Naja, ein Bär musste dran glauben. Aber wir müssen hier diesen Stein mal wegruppen. Der steht im Weg. Hat es jetzt der eine auch geschafft? Gib es ja nicht. Hier muss der Boden noch geglättet werden, kann das sein? Der zieht hier so aus, als wäre hier der Boden nicht geglättet. Rauer Kalkstein. Aber man kann den gar nicht glätten. Geglätteter, hier ist rauer. Ach so, der soll noch geglättet werden. Ich habe das nur nicht gesehen. Ja gut, wenn man ganz genau hingeguckt hat, hat man es gesehen, aber ich habe es eiskalt übersehen. So, den machen wir schon mal zu. So, wir haben ja auf jeden Fall wieder ein bisschen Schiefer. Der muss noch gezähmt werden. Schneehase. Wegjagen. Na, gucken wir mal, wie viel Stahl hier tatsächlich drin ist.
Oh, hier ist sogar eine Granitwand. Nicht, dass da jetzt hier so... Oder ist das die hier? Wahrscheinlich die hier. So, wir haben Schiefer, ne? Was macht denn hier Kreativer immer den ganzen Tag? Schlafen. In Besitz nehmen, neu installieren. Setzen wir mal hier rein. Na guck mal hier, jetzt muss ich sogar hier priorisieren. Ob die Dinger hier drin auch vergehen? Ja, schade. Alter, hier ist so ein Haufen Insektengel. Jetzt gehen alle diesen Ausgang, anstatt den zu nehmen. Wow, ist ein kreativer Name, hat hier... Ressourcen verschwendet. Dr. Jod hat es ohne Probleme hingekriegt. Wie kann das denn sein? Bauen 14. 17. 18. Wie hat Julias bauen? Nur drei Leute, die bauen. Ach so, die kann eigentlich auch wieder geschlossen werden. Ah, hier ist immer noch kalt. Aber die ganzen Heizungen sind noch nicht mit Strom. Also es ist tatsächlich immer noch die Geothermal-Dinger, die heizen. Bin mal gespannt, wie das läuft, wenn das endlich mal hier fertig ist. Wir haben sogar wieder Schiefer. Aber im Moment baut halt keiner. Ups, jetzt habe ich das Mikrofon weggeschlagen, aus Versehen. Man muss aufpassen, wie man sich hier bewegt. Erstmal zu. So. Die ganzen Oberflächen müssen noch geglättet werden. Okay, die Ecke macht damit. Gut. Warte. Einen Moment. Warte, das ist bei mir gelandet? Jetzt habe ich es weggedrückt. Wo ist hier ein Schiff gelandet? Tatsache hier.
Verrückter Schneehase. Schneller, Leute, wir müssen das Ding kaputt machen. Da kann noch einer hin. Wir sind alle bereit. Der ist außer Gefecht. Bis jetzt hat die noch echt Glück gehabt. Scheint da eine gute Position zu haben. Oh, was macht Julius da? Er ist verwirrt. Mann, wie viel der aushält. Die noch mehr, echt eine gute Position. Gute Arbeit, Leute. Gute Arbeit. Ich hätte auch den EMP-Mörser nehmen müssen, aber wir haben, glaube ich, nur zwei EMP-Granaten. Ach guck mal, das wollte ich sogar das Alpha-Trombo angucken. So, wer ist jetzt eigentlich am besten in Tierpflege? Dr. Kohlenstoff, was machst du den ganzen Tag? Hier wär's mal mit bereits von kreativen Namen genommen. Ja, jetzt auf einmal. Kann nicht gezähmt werden, bewusstlos. Ja gut, dann hat's ja keinen Sinn. Wenn es bewusstlos ist, kann ich es nicht zähmen. Schade eigentlich. Was mit unseren beiden anderen Alpakas? Sind Frauen, Mann, okay, die können wenigstens wieder reproduzieren. Essen haben wir noch. Wo ist das denn jetzt gelandet? Boah, das sind aber viele. Das ist natürlich bitter, jetzt wird es hier direkt kalt drin. Nicht schlafen, Dach errichten. Kannst direkt hier alles wegreißen. Haben wir wieder Stahl und Bauteile. Das ist aber schön, wenn direkt vier Stück kommen. Am besten nur nicht in die Basis crashen, das ist nicht so cool. Hier liegt ja noch eine Katze. Ich bin mir überlegen, den Alpha-Trumbo Platz zu machen. Wo ist der denn? Nur so wenig vor der abhaut, laufen wir weg. Die Geschütze kümmern sich schon um den. Schneller, es holt auf.
Die Tür geht nicht zu. Oh Gott. Wir haben hier gar keinen anderen Ausgang. Der ist erst wieder hier. Oh nee, nee, nee. Die haben es geschafft? Krass. Wie viel hat das... Boah, das Geschütz hat überlebt? Hm. Nicht schlecht. Jetzt isst der hier rohes Fleisch. Das gibt's ja nicht. Ja, die Küchen sind noch nicht in Betrieb. Ist schon eingestellt. Gut. Der hier muss weg. Muss ja ordnungsgemäß aussehen. Wo sind wir denn hier? Ich muss hier, da und da noch ein Geschütz reinknallen. So, dann haben wir hier nochmal ein paar Schieferdinger. Das ausreichend ist natürlich eine andere Sache. Also ich nehme die gerne an mich. So ist das nicht. So, aus was bauen wir einen Sarkophag am besten? Ja, Gold zu teuer. Komm, wir nehmen wieder Granit. Ja gut, hier müssten jetzt eigentlich alles voll mit Fackeln machen. Ich weiß nicht, in der Grabkammer sind eigentlich keine Stühle, ne? Sind auch keine Kommoden und sowas. Wir müssen hier eigentlich überall Fackeln hinmachen, aber wir haben keine Holzproduktion, das wäre scheiße. Können wir erstmal die Gräber hier wegreißen? Wir müssen echt unsere Kleidung verkaufen. Oh, das ist gut. Wer hatte nochmal den Ekelparker an? Hier. Im Moment ist kalt, ne? Dino, mach weiter hier. Der Parker muss fertig werden. Komm schon, der Parker muss fertig werden. Auch nicht mehr lang. Du ziehst jetzt diesen Parker an, damit das klar ist. Dann ziehst du halt
diesen Parker an. Also das ist doch jetzt, das ist doch jetzt eine Frechheit. Na gut, dann müssen wir auf den nächsten Parker warten. Was? Es sind nur vier verschiedene Entspannungen in Zwiebels Zuflucht von. Fernsehen, Teleskop, Chemikalien einnehmen, Nahrung einnehmen. Das gibt's ja nicht, was ist denn los mit denen? Haben wir? Wir haben noch keinen Pokertisch. Haben wir keinen Granit mehr oder was ist da los? Wir haben tatsächlich keinen Granit mehr. Was hast denn du jetzt an? Ein Stoffparker, naja, besser als gar nichts. Stehen doch eigentlich auf Winter, darf den doch eigentlich gar nicht tragen, ne? Naja. Mir soll's recht sein. Wo krieg ich jetzt einen Pokertisch hin? Oder wir erweitern diesen Raum. Gucken wir mal, wenn hier die Stühle hinkommen, dann ist hier der Tisch, Stühle, das wäre so groß. Dann erweitern wir den Raum einfach bis so. Was hat der denn jetzt? Erfrierung? Den Stoffparker wieder ausgezogen. Schlafe bis vollständig geheilt. Wieso kümmert sich denn keiner darum? Wer ist denn eigentlich unser Main-Arzt? Ach, er selbst. Also sie selbst. Wie sieht's denn aus mit dem Parker jetzt? Immer noch nicht fertig. Ich glaube, es hakt. Die Norm muss arbeiten. Eine Rettungskapsel? Schon wieder? Ich glaube, es hackt. Hör auf zu erfrieren. Okay, die Norm ist dabei. Was ist denn jetzt hier mit dem Buffy Duffy? Wo ist der überhaupt da? Sollte nicht eigentlich kreativer Name sich in
holen. So, ist die Norm fertig? Die Norm ist fertig. So, dann ziehst du den jetzt an. Ich befehle das jetzt einfach. Direkt unterkühlt. So, und jetzt machen wir deine Erzwingung weg. Und du behältst ihn trotzdem an, weil der nämlich gut ist. Ja, da raust du erstmal ein, ne? Alles muss man selber machen. Jetzt haben wir ja tatsächlich exzellente, meisterliche. 1, 2, 3, 4, 5. Passt perfekt. Öffnen. 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 Abreißen. Warte? Also so nicht. Was ist denn hier mit? Menschliche Leichen, toter Mensch, Kolonist. Wichtig. Kritisch. Hier bei Schlachte Kreaturen menschlich, aber keine Kolonisten. Ich habe gesagt, keine Kolonisten. Ich habe gesagt, keine Kolonisten. Nein! Oh! Schlachte Kreaturen, Kolonisten. So. Einstellung kopieren. Einfügen. Wenn die den jetzt doch schauen, ist das kein Kolonist, der Gary. Kein Kolonist. Wieso war denn hier ein Nicht-Kolonist drin? Das geht so nicht. Das werden hier die Gräber weggemacht. Dr. Eisen, Dinom, Dr. Xenon, Dr. Argon, wer hat sie schon vergessen? Zack. Skulpturen können hier noch rein. Wir haben keinen Granit mehr, das gibt's ja nicht. Es liegt auch nirgendwo auf der Map mehr Granit rum. Wenn man mal die Map komplett aufgeräumt. Das gibt's ja nicht. Aber wir haben doch noch ein bisschen Granit, und zwar hier. Granit. Oh, Teufelsgarn, auch nicht schlecht. Hier wird's nicht ausgeruht, hier wird hart gearbeitet. Du bleibst hier. Hier wird alles weggeruppt. Wir brauchen alles an Granit. Ich
Ich lass dich noch nicht gehen. Kannst vergessen. Upsala. Vorratskapseln, was ist da drin? Granit? Oh! Da kann man aber ziemlich viel Stahl mit. So, haben wir jetzt hier Granit noch? Entspannung. Granit, perfekt. So, hier haben wir eine schöne Pokerrunde. Müssen wir hier noch den Boden glätten. Können wir dann später irgendwann andersfarbiges Licht reinsetzen. Haben wir hier noch schöne Pokerrunde. So muss das sein. So, was hat denn Jugulias schon wieder? Ist der immer noch traurig, weil er verlassen wurde? Nee, hat rohe Nahrung gegessen. Warum machst du sowas auf? Warum isst du denn rohe Nahrung? Sollst doch keine rohe Nahrung essen. Das gibt's ja nicht. Er hat ja einfach was übersehen. Jetzt haben wir doch wieder... Hab ich nicht am Anfang irgendwie gesagt, wir bauen erstmal nichts, damit die hier weitermachen? Jetzt haben wir doch wieder alles gebaut. Er betet. Ich meine sie. Okay, aber damit fehlt nur noch ein Sessel aus Teufelsgarn und dann hätten wir alle Sessel schon mal fertig. Komisch, jetzt ist dieses Vergnügungsteil weg. So, der ist fertig. Wie sieht's denn endlich mal hiermit aus? Durch. 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 Okay, hier ist noch. Und hier ist noch. Hier muss noch Stromkabel gelegt werden. Bauen sie natürlich alle hier. Gut, ob das jetzt hier auch wichtig oder kritisch ist, ist eigentlich egal. Oh, die landen direkt hier. Das gefällt mir gar nicht. Das ist alles andere als gut. Dr. Magnesium ist der Erste am Einsatzort. Oh shit, der wurde direkt hart erwischt, ey. Eigentlich brauchen wir Nahkämpfer. Okay, du haust ab.
Du hast ziemlich hart kassiert. Wo die alle waren? Was ist mit dem los? Kauernd. Das war ja klar hier. Boah, drei Geschütze verloren. Das ist bitter. Der hat ziemlich viel eingesteckt. Ohne Scheiß. Also, das ist doch jetzt Verarsche. Wo kommen die denn jetzt her? Jetzt kommen sie alle hier, oder was? Komm, wir müssen die in Nahkampf versetzen. In Nahkampf. In Nahkampf, Leute, wo bleiben die denn alle? Dr. Sauerstoff ist tot. Boah, gib mir das auf den Piss, ey. Herz zerstört, na super. Dr. Sauerstoff. Könnt ihr mal aufhören zu schlafen und die Leute hier versorgen? Ja, Dr. Kohlenstoff, RIP. Haben wir auch verloren? Super. Ach, scheiße, ey. Dr. Kohlenstoff und Dr. Sauerstoff sind weg. Ja, was waren die denn vom Beruf? Scheiße, was haben die denn jetzt gemacht? Hilft denn irgendwas? Die das waren beides Tierpfleger, kann das sein? Die sind nämlich alle weg. Bis auf Schwefelsäure. Rottenwall nicht überdacht. Oh Mann, ey. Ich muss vielleicht hier noch so Hinterhalts-Turrets machen, ne? Wenn die dann hier so durchkommen. Ja, dass wenn die dann hier um die Ecke kommen, dass sie direkt losballern. Wie so ein Hinterhalt. So, irgendeiner muss sie jetzt mal hier zerlegen. Ja, da wäre ich auch wütend, wenn ich hier die ganze Zeit so angegriffen werde.
Mach doch nicht alles kaputt. Ich glaube, es hackt. So, danach einen noch. Haben die noch Essen? Die haben noch Essen. Hier fehlt das Granit. Ich installieren wir den hier hin. Wäre vielleicht besser. Oh, wir haben wieder ein Babychen. Zweimal hintereinander angegriffen von diesen Lancern oder wie die heißen. Ist bitter. Wo krieg ich denn jetzt Granit her? Na, wir haben noch ziemlich viele Bauteile. Na, da, da. Und natürlich unsere Notfallbauteile. Wer hat seine Waffe verloren? Was machen die denn hier? Die sollen hier nicht socializen. Hier wird gesocialized. Ich muss nur langsam echt hier die Mörser, die EMP-Produktion in Gang hauen. Na, die kosten zwar Bauteile. Aber ich meine, wenn wir dann welche von denen haben. Da geht der. Ach ja, wir haben ja so viele Dinger gebaut. Hier ist Granit. Wir brauchen Granit. Das ist Marmor. Meteorit. Oh, Jade. Gucken wir natürlich auch raus. Sandstein. Wir brauchen mehr Granit. Sandstein, Stahl, aber das war ja ein Schrein. Da müssen wir mit Vorsicht rangehen. Ja, wir haben einfach viel zu übertrieben mit diesen Dingern. Mit den Schlagfallen. Kostet ja alles Stahl. Aber wir sind ja schon dabei, den Tiefenbohrer zu erforschen. So, wie arbeiten die denn weiter? Wir haben so viel Schiefer, das kann ja nicht wahr sein. Granit hat mal Priorität. Ja, Stahl haben wir wieder keins. Aber das kütt ja, ne? Wir könnten ja auch mal hier weiterbauen. Und unsere Stahlabgebaugebiete könnten wir auch noch mal weiterführen. Haben wir. Hier will ich eigentlich keinen Durchgang schaffen.
Ich müsste hier eigentlich noch einen Kühlraum hinsetzen. Dr. Jod hat Hunger, dann geh doch mal was essen. Der mit seinen Nerven zusammen... Oh. Hier rumliegen ist aber nicht sehr schön. Gut, wir haben zwei Kolonisten verloren, ne? Natürlich nicht so schön. Genau, erstmal die ganze Schlacke wegmachen, Metallschrott. Weiß gar nicht mehr Schlacke. Aber ich würde das schon gern aufmachen. Wenn ich das hier in Besitz nehme, kann ich dann reingucken? Nee. War so eine Idee, ne? Vielleicht kann ich da reingucken. Ist okay, dass das Heimatgebiet ist. Die lasse ich auch drin. Erstmal hier die ganzen Lücken schließen. Alles Heimatzone. Alles. Schließen jetzt einfach die Lücken. Beim Putztag haben die was zu tun, da freuen die sich schon. So, kannst du erstmal bleiben. Ja, komm, rupp den Scheiß aus der Wand. Naja. Ah, hier noch eine, na, zwei Fallen. Gut, die sind zum Glück nicht ganz so teuer. Ich meine, die haben mal über 100 gekostet. Jetzt ist es irgendwie nur noch ein bisschen was. ...35 oder so. Eine ganz schön viele Jahre. Hier sind sie am Socializen, da ist okay. So, was macht denn Kreativer den ganzen Tag? Essen. Also schlafen haben wir ja gesehen, ne? Denn Essen. Ey, also jetzt reicht es langsam, ne? Wow, Alter. Das ist doch jetzt lächerlich. Komm, ess mal schneller. Du musst jetzt hier Krieg führen. Oh, schon tot. Na gut, dann hat ja alles funktioniert. Okay, du baust hier die Geschütze, okay? Jetzt erntest du Reis. Vielleicht sollten wir... bei kreativen Namen die Landwirtschaft runternehmen und bei Dr. Jod auch. Ich meine, die sollen bauen und dann ernten.
Oh, wir haben jetzt nur noch einen, der putzt, okay. Und er schläft wieder, das gibt's ja nicht. Also sie. Wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Ein Killer-Schneehase. Zwei Stück sogar. Was sind eigentlich unsere Jäger? Okay, wir haben genug Jäger. Hier muss auch noch der Boden gemacht werden, ne? Aber das machen wir erst, sobald das hier in Betrieb ist. Mann, ist der Schneehase weit weg. Anscheinend ist er schon abgehauen. Oder aufgegeben, das gibt's ja nicht. So, jetzt kommt die Schlagfalle. Okay, die Geschütze, die stehen schon. Perfekt. Dann wäre hier fertig. Wenn du schon mal hier bist, kannst du direkt hier abreißen. Dr. Jod. Beten? Du willst ernsthaft beten? Weißt du, hier ist so viel zu tun und du willst beten? Dann bete halt. Dr. Jod schläft. Bete die Wand an. Wenn es dir dann besser geht. Oh, endlich wird mal Schieferwand gebaut. Ich dachte, das wird heute nichts mehr. Okay, eine Sache bauen und abhauen. Das ist sehr, ja... effektiv. Ein Wunder, dass das hier nicht vorangeht. Errichtet Dach. Ey, hier ist was los. Kein Wunder, dass das so lange dauert. Man müsste einfach nur mal mitgehen, um zu sehen, wie scheiße das hier eigentlich ist. Oh, jetzt kommen wir aber ein bisschen voran hier. Weißt du was? Hier wird jetzt priorisiert. Immer noch. Oh, jetzt geht's auch mal hier voran. Ich das noch erleben darf. Boah, das ist aber krass viel Arbeit. Hungerndes Tier, ach du Scheiße. Ja, wenn du Hunger hast, dann sei nicht verwirrt, dann hol dir was zu essen. Na gut, das braucht echt viel Arbeit hier, so ein Pokertisch. Hätte ich auch nicht gedacht. Na gut, er als alleinige Reinigungskraft wird Dr. Salzsäure hier... Oh, das ist bitter.
nicht weit kommen. Die Eisbären dürfen natürlich jetzt nicht sterben. Oh, kreativer Name nimmt sich der Sache an. Des Granit-Pokertischs. Der Meisterkonstrukteur höchstpersönlich. Wie gut, das ist erschöpft. Ja, dann hör auf, verwirrt zu sein. Der fehlende Aufrechterhaltung des Trainings. Aber wir haben doch einen, der dafür zuständig ist. Ach so. Der liegt aber flach. Naja, Hauptsache der Pokertisch ist fertig. Sehr eindrucksvoll. Ja, Dino spielt jetzt mit sich selbst, hat zwei Asse. Spielt Billard. Alleine, auch mit sich selbst, okay. Jetzt geh erstmal was essen. Zweimal hintereinander wahrscheinlich. Doch nicht. In sein kaputten Bett. Na gut, wenn er das kaputt schlägt. Selber schuld. So, hier waren wir aber auch fertig, ne? Mit den Fallen. Perfekt. Na gut, hier draußen machst du einmal sauber und dann erst wieder beim nächsten Angriff. Und daher gar nicht mal so schlimm. Oh, war wieder hier oben. Oh, Dr. Jod kümmert sich auch mal hier drum. Naja, bald haben wir es ja geschafft. Nächste Folge machen wir es fertig, ne? Schaffen wir. Produziert Trockenfutter. Ja, doch. Dr. Jo kann ein bisschen kochen lernen. Ist nicht schlimm. Hat zwei Flammen da. Der soll ja auch mal seinen Interessen nachgehen, beziehungsweise sie. Ich weiß es gar nicht. Was, Dr. Jod? Sieht weiblich aus. Wollen wir jetzt einfach hier? Und dann da? Nee, wir brauchen zwar Leute, um wieder Dings herzustellen. Ja, die nehmen jetzt hier Ressourcen. Was haben wir denn noch? Na, wir haben nicht so viel. Jetzt aber auch, also einfach hier rumlaufen können, ne? Also du musst doch nicht hier rumlaufen, was denn, was? Ach. Also schon mal ein paar Ressourcen hingetragen. Und dann haben wir keinen Schiefer mehr, wenn der jetzt alles hier holt. Da müssen wir doch wieder Schiefer holen. Wird hier das Dach errichtet, ne? So, dann ist das mit dem Dach schon mal wenigstens alles fertig. Ja, keine Ahnung,
Ab hier ein Dach drüber ist, deswegen lassen wir einen stehen. Aber generell können wir jetzt mal diese ganzen Meteoritenponökel, die hier während der Zeit runtergekommen ist, wegreißen. Oh, das Granit. Da auch ein Dach. Sieht jetzt nicht so aus. Hat aber ganz schön viel Schiefer rausgehauen. Das ist schön. Kriegen wir auf jeden Fall wieder ein paar Schieferblöcke. Gut, Granit haben wir wieder was. Granit war fertig. Nee, einer fehlt noch. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!